zwischen den USA und dem Iran gibt es Anzeichen für eine Beruhigung der Situation. Nach dem Absturz des ukrainischen Flugzeugs in Teheran schließt Kiew auch einen Abschuss nicht aus. Bundespräsident Steinmeier hat die Bürger dazu aufgerufen, bedrohten Kommunalpolitikern und angefeindeten Repräsentanten von Staat und Gesellschaft den Rücken zu stärken. Die Meldungen im Einzelnen. Nach den Militärschlägen im Irak entspannt sich die Lage zwischen den USA und dem Iran. Die amerikanische UNO-Botschafterin Kraft bekräftigte in einem Brief an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, Washington wolle ohne Vorbedingungen mit Teheran in einen Dialog treten. Von Seiten des Iran hieß es, die USA sollte mit politischen Mitteln aus der Region vertrieben werden. EU-Ratspräsident Michel hatte zuvor in einem Telefonat den iranischen Präsidenten Rouhani aufgefordert, von neuer Gewalt abzusehen. Der britische Premierminister Johnson rief den Iran zu einem Ende der Feindseligkeiten auf. Unklar ist derzeit die Zukunft des Bundeswehreinsatzes im Irak. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbau erklärte nach einer Sitzung der zuständigen Ausschüsse des Bundestages, knapp 30 Soldaten würden aus dem nordirakischen Erbil ausgeflogen. Über die Fortsetzung der Ausbildungsmission werde in Bagdad entschieden. Deutschland selbst sei dazu bereit. Das irakische Parlament hatte nach dem Drohnenangriff der US-Streitkräfte auf den iranischen General Soleimani für einen Abzug der ausländischen Streitkräfte im Land votiert. Offen ist, ob die irakische Regierung dem Beschluss folgt. Als Vergeltung auf die Tötung des Kommandeurs hatte der Iran zwei Militärstützpunkte im Irak mit Raketen angegriffen. Die internationale Atomenergiebehörde wird nach Angaben des iranischen Präsidenten Rouhani auch künftig die Atomanlagen seines Landes überwachen. Teheran werde weiterhin entsprechend mit der IAEA zusammenarbeiten, sagte Rouhani laut einer Mitteilung des Präsidialamtes in einem Telefongespräch mit dem britischen Premierminister Johnson. Auch sei der Iran bereit, voll und ganz zum Wiener Atomabkommen von 2015 zurückzukehren, sobald das Abkommen vertragsgerecht umgesetzt werde, sagte Rouhani mit Blick auf die USA. Diese hatten den Vertrag einseitig aufgekündigt. Nach dem Absturz einer Passagiermaschine im Iran schließt die Ukraine einen Raketenangriff als Ursache nicht aus. Dies sei eine von mehreren Arbeitshypothesen, erklärte das Mitglied im Nationalen Sicherheitsrat Danilov. Ukrainische Ermittler seien in den Iran gereist und warteten derzeit auf die behördliche Genehmigung für Untersuchungen an der Absturzstelle. Die iranische Luftverkehrsbehörde legte einen vorläufigen Untersuchungsbericht vor. Darin heißt es, die ukrainische Boeing 737 habe wegen eines Problems kurz nach dem Start in Teheran versucht umzudrehen. Der Flugdatenschreiber und der Stimmenrekorder mit Aufnahmen der im Cockpit geführten Gespräche seien gefunden worden, hieß es in dem Bericht. Sie seien allerdings beschädigt und ihre Daten teilweise zerstört. Bei dem Absturz waren gestern 176 Menschen ums Leben gekommen. Bundespräsident Steinmeier hat dazu aufgerufen, mehr für den Schutz von Einsatzkräften und Kommunalpolitikern zu tun. Wenn Angehörige von Polizei und Rettungsdiensten oder Kommunalpolitikerinnen und Politiker angegriffen würden, gehe das alle an, sagte Steinmeier bei seinem Neujahrsempfang in Berlin. Es dürfe nicht sein, dass Menschen sich vor ihrem Amt zurückzogen, weil sie um ihr Leben und um das ihrer Familien fürchteten. Der Bundespräsident appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, gegen ein Klima des Hasses und der Menschenverachtung zu kämpfen. Steinmeier empfing zudem 70 ehrenamtlich Tätige und würdigte deren Engagement für das Gemeinwohl. Im Streit um die gescheiterte PKW-Maut ist ein Schiedsverfahren eingeleitet worden. Bundesverkehrsminister Scheuer sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es werde bald erste Treffen mit den ursprünglich beauftragten Mautbetreibern zur Streitbeilegung geben. Ein konkretes Datum nannte er nicht. Der CSU-Politiker betonte, der Bund habe gute Gründe gehabt, die Verträge zu kündigen. Einen Anspruch auf Entschädigung hätten die Dienstleister nicht. Die Mautbetreiber Kapsch und CTS Eventim haben ihre Forderungen an den Bund auf 560 Millionen Euro beziffert. Scheuer wird dafür kritisiert, dass die Verträge zur Erhebung und Kontrolle der Maut geschlossen wurden, bevor Rechtssicherheit bestand. Der Europäische Gerichtshof hatte das Projekt gestoppt.
charakterisierte den Vorstoß als Affront. Die Interessen von Kassen und kassenärztlichen Vereinigungen würden bei der Reform massiv bevorzugt, hieß es. Zustimmung kam dagegen vom ärztlichen Berufsverband Hartmann-Bund, den Kassenärzten und der Ersatzkasse. In Frankreich halten die Proteste gegen die Rentenreform an. Erneut gingen nach Angaben der Gewerkschaften tausende Menschen auf die Straße. Kundgebungen wurden etwa aus Paris, Nantes, Toulouse, Bordeaux und Marseille gemeldet. Dort kam es zum Teil zu erheblichen Behinderungen im Nahverkehr. Auch der Bahnverkehr war von Störungen betroffen. Der Ausstand dauert mittlerweile 36 Tage an. Präsident Macron will das Rentenalter von 62 auf 64 Jahre erhöhen und das Rentensystem mit seinen mehr als 40 unterschiedlichen Regelungen vereinheitlichen. Die Gewerkschaften fürchten große Einschnitte für Ruheständler. 2019 war für Australien das heißeste und trockenste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die nationale Durchschnittstemperatur lag 1,52 Grad über dem langjährigen Mittel, teilte das Amt für Wetterkunde in seinem neuen Klimabericht mit. Zudem habe Australien die bislang 6 heißesten gemessenen Tage mit Rekordtemperaturen von knapp 42 Grad Celsius erlebt. Im vergangenen Jahr habe es zudem 40% weniger Niederschlag als sonst gegeben. Das Amt betonte, der Zusammenhang zwischen der Entwicklung und den gewaltigen Bränden sei deutlich. Seit Beginn der großen Buschfeuer im Oktober verbrannten mehr als 10 Millionen Hektar Land. Der Bundesstaat Victoria im Südosten des Landes verlängerte inzwischen den Katastrophenalarm um 2 weitere Tage. Im Konflikt, hier noch einmal die Übersicht. Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran gibt es Anzeichen für eine Beruhigung der Situation. Nach dem Absturz des ukrainischen Flugzeugs in Teheran schließt Kiew auch einen Abschuss nicht aus. Bundespräsident Steinmeier hat die Bürger dazu aufgerufen, bedrohten Kommunalpolitikern und angefeindeten Repräsentanten von Staat und Gesellschaft den Rücken zu stärken. Das Wetter? In der kommenden Nacht südlich der Donau meist gering bewölkt oder klar, sonst viele Wolken und gelegentlich Niederschläge 3 bis minus 3 Grad. Am Tage gelegentlich Regen bei 7 bis 12 Grad, im Süden teils sonnig. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk, 18.08 Uhr, die Verkehrslage. A1 Köln Richtung Dortmund, zwischen Kreuz Wuppertal Nord und Vollmerstein 5 Kilometer stockender Verkehr. A1 Köln Richtung Dortmund, zwischen Westhofener Kreuz und Schwerte 2 Kilometer stockend. A1 Bremen Richtung Lübeck, zwischen Hamburg-Stillhorn und Dreieck Hamburg-Südost 2 Kilometer stockend. A2 Dortmund Richtung Hannover zwischen Bad Eilsen und Rehren 3 Kilometer stockender Verkehr. Köln Richtung Frankfurt zwischen Kreuz Köln-Ost und Königsfaust 4 Kilometer stockend. A3 Köln Richtung Oberhausen zwischen Leverkusen Zentrum und Kreuz Leverkusen 2 Kilometer stockend und weiter zwischen Kreuz Breitscheid und Duisburg-Wedau 4 Kilometer Stau. A3 Köln Richtung Arnheim zwischen Oberhausen-Lierich und Kreuz Oberhausen 6 Kilometer stockender Verkehr. A4 Köln Richtung Aachen zwischen Dreieck Holmer und Kreuz Köln Süd 5 Kilometer stockender Verkehr.